Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Hanfmagazin-Adventskalender. Läuft. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender wurde mir jetzt in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um ihn vorzustellen. Also vielen, vielen Dank, lieber Lukas. Und an das komplette Team auch. Ich bin sehr aufgeregt, denn der Adventskalender ist schon was Besonderes. Ne? Wir haben hier Beauty-Produkte drin. Ich glaube wirklich Pflege. Ich glaube, der nannte sich auch Pflege- und Beauty-Adventskalender. Es gibt aber auch noch unterschiedliche andere Varianten von diesem Adventskalender. Das ist ein Beauty-Kanal hier, Leute. Natürlich habe ich mich für die Beauty-Variante entschieden. Und ja, sehr poppig, ne? Das Muster. Und hier ist tatsächlich einfach nur der Karton, den man so haben kann, aber den wirst du in der Adventszeit wahrscheinlich eher weniger sehen. Denn ich persönlich würde empfehlen, diese Säckchen, die hier drin enthalten sind, die übrigens aus Hanf, was auch immer Faser sind, total spektakulär, die aufzuhängen. Ich habe aus einem sehr anderen spektakulären Adventskalender noch ein rotes Seil über. Ja, das kann ich zweckentfremden und da einfach die Säckchen dran aufhängen. Warum eigentlich nicht, ne? Ist total praktisch und so kann man das Ganze kombinieren. Und ja, 149 Tacken hat er gekostet. Wie gesagt, ungefähr über 400 Euro Warenwert oder so sollen hier drin enthalten sein. Und da ich jetzt die Nummer 1 schon in den Händen halte, würde ich sagen, wir starten mit der Nummer 1. In der Nummer 1 haben wir von Dr. Rimpler Hemp Spirit Cream Vital and Protect, eine schützende Feuchtigkeitscreme. 30 ml haben wir hier drin enthalten und Feuchtigkeit ist eine Geschichte, die wir jetzt in der kalten Jahreszeit alle gut gebrauchen können. Deswegen ein guter Start. Das Säckchen Nummer 2 enthält eine... Was ist das? Natürliche pure Reinheit. Malanthes CBD Anti-Aging Lemon. Ist das ein Serum? Das ist ja witzig. Ja, weil so CBD und Hanf und so aufs Gesicht, das ist eine Neuheit für mich. Also hatte ich schon mal in diversen Cremes auch so drin gehabt, aber gar nicht so viel. Es ist ja voll gerade im Kommen, ne? 2021 war ja quasi das Hanfjahr schlechthin. Übrigens sind da natürlich keine bewusstseinsverändernden Inhaltsstoffe drin enthalten, sondern halt einfach nur die pflegenden von der Pflanze. Und ja, interessant, ne? Reichhaltige Gesichtspflege für die Nacht. Täglich nach der Reinigung auf Gesicht und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Also würde ich das tatsächlich als Serum eher sehen und nicht als Creme. 15 ml sind hier drin enthalten. Oh, die Nummer 3 ist ja auch ein Oschi, ne? Sieht sehr abgespaced hier oben aus. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich mein Kleid falsch rum anhabe. Läuft bei mir. Ich lasse das jetzt so. Schief ist modern. Von Monsieur irgendwas. Sexy Look Shampoo Hair and Body. Monsieur Star 8:1. Von Berlin. 250 ml. Guckt euch mal diese Tube an. Also das ist ja so dermaßen fancy. Finde ich sehr, sehr cool. Und ja, interessant, ne? Das sind halt so Marken, die man nicht unbedingt kennt. Hier kann man dann so draufdrücken, oder? Dann müsste das doch aufgehen, oder nicht? Wie gehst du denn auf? Oh. Das riecht einfach... Oh, jetzt habe ich... Das riecht einfach nach frisch gewaschener Wäsche. Riecht sehr, sehr angenehm. Sehr angenehm. Und das scheint auch so ein bisschen... Also es riecht auch unisex. Mein Freund wird es auch mitverwenden. Die Nummer 4 haben wir hier. Übrigens gibt es auch auf dem Instagram-Profil von dem Hanfmagazin aktuell so eine extrem krasse Verlosung mit einem Tesla, wenn die irgendwie alle Adventskalender verkauft haben und keine Ahnung, also irgendwie, ne, ganz verrückt, habe ich auch bei mir auf dem Insta-Profil gepostet. Leute, falls ihr Interesse daran habt, an der Verlosung teilzunehmen, schaut da gerne vorbei und haut rein, ne? Hier haben wir, in der Nummer 4 sind wir jetzt, ne? Clemenza Organic Cosmetics Hanfsamenöl Aloe Vera, eine Naturseife. Schön. Das kannst du als Shampoo, Body and Face verwenden. Für mich wäre das eher für Body and Face geeignet, ne? Weil ich vertrage nicht so die festen Shampoos. Das trocknet mir leider zu sehr die Kopfhaut aus und die Haare an sich auch. Und das sieht auch sehr natürlich aus, mag ich gerne leiden und sehr interessant, ne? Dieser Farbverlauf riecht... Ja, wie riecht denn das? Nach einem pflegenden Aloe Vera Produkt tatsächlich, ja. Ist handgemacht, in Wien steht hier drauf. 110 Gramm haben wir hier drin enthalten. Da ist Kokos drin und Olivenöl und so. Ja, interessant, ne? Cool. So, jetzt sind wir eingecremt und sauber und gucken uns mal den Tag von Nikolaus an, die Nummer 5. Oh, Melusin, das ist interessant. Melusin Paris hatten wir mal in...
In irgendeiner Box hatten wir das auch mit drin. So ein Haaröl hatten wir mal, aber wir hatten noch mal dekorative Kosmetik von denen. Das Haaröl, das war nicht so meins. Hier haben wir Magic Touch Makeup Remover with Just Water. Ach, sowas mag ich ja, ne? Ich mag diese wiederverwendbaren Abschminkpads, verwende ich auch nur noch. Habe ich sogar schon für meine Nagelpflege auch so für mich entdeckt. Und hier haben wir einfach so ein Tüchlein, was wahrscheinlich auch sehr, sehr hochpreisig oder hochwertig sein wird. Bei Melusine Paris habe ich als etwas höherpreisig im Hinterkopf. Ich glaube, wir hatten mal eine Mascara oder so drin für 20 Euro. Dann wird dieses Make-up-Remover-Pad auch nicht unbedingt günstig sein. 14 x 7 cm ist das groß. Ja, interessant, ne? So, Nikolaus. Ja, genau. Claudia kann nicht mehr reden. Merkt ihr was? Unglaublich. Das darf etwas ganz Besonderes sein, weil das ist der Nikolaustag und am Nikolaustag ist es ja immer etwas spezieller, ne? Gott, weißt du Bescheid? Layers PMS Körperöl, deine natürliche Lösung, bitte. CBD, Lavendel und Zimt pflegt und entspannt. Hä? 50 Milliliter und das ist so eine Sprühflasche. PMS, meinen die da ernsthaft? Das prämenstruale Syndrom? Dann hätte ich das letzte Woche gebraucht. Denn da, oh, mein Freund, tut mir so leid. Ich habe echt, boah, war ich am Wochenende eine Zicke. Ui, der liebt mich ja so sehr, dass er das nicht mitkriegt, wenn ich den anbürke, ne? Aber pff, das tut mir immer so leid, Leute, wenn ich dann im Nachhinein das so nochmal reflektiere, dann entschuldige ich mich bei dem. Und er sagt, hab du gar nicht so mitgekriegt, was hast du denn? Und ich denke mir nur, ich war so böse. Cool. Nein, ich finde das Produkt fancy. Das macht das Produkt natürlich jetzt nicht unbedingt zu einem Unisex-Adventskalender, ne? Muss ich jetzt mal an dieser Stelle erwähnen, leider. Achso, die Nummer 7 bin ich jetzt hier gerade am Auspacken. Hier haben wir was von Stix drin und zwar natürlich Hanf, ne? Eine Körpercreme mit 50 Millilitern von Stix, da muss ich immer wieder dran denken, hatten wir mal so eine Kartoffelcreme, die so geil gerochen hat und so schön gepflegt hat, deswegen ist es mir einfach immer wieder eine erfreuliche Marke. Das riecht auch wieder so angenehm. Also das werde ich auch mal verwenden und ausprobieren. Doch, werdet ihr dann im Aufgebraucht-Video auch erfahren, wie ich das so fand, ne? Das finde ich schon mal cool. Doch, gefällt mir. So, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, denn Monsieur Sammy hat am 8. Dezember Geburtstag und ja, ne? Deswegen darf das gerne was Besonderes sein. Wonders Lotion. Für empfindliche Haut habe ich. Mit Schweizer Bergwasser und Schweizer Alpenedelweiß. CBD 300 Milligramm. Was haben wir denn hier drin? 150 Milliliter. Okay. Ja, also eine Körperlotion. Das finde ich gut. Ich mag Bodylotions. Ich habe immer einen regen Verbrauch daran und mag einfach gerne meinen Körper einzucremen jeden Abend. Das ist für mich so ein kleines Ritual, ne? Das genieße ich auch immer. Ach, guck, und hier haben wir auch so einen Pumpspender. Das mag ich auch ganz gerne. Und guck mal, schönes Verpackungsdesign. Das mag ich gerne leiden. Da werde ich meine Freude mit haben. Wir haben jetzt zweimal hintereinander natürlich jetzt Bodylotion gehabt. Ne, das ist ein bisschen, da könnte man das auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Aber trotzdem, darüber freue ich mich doch. So, worüber dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen? Ich finde diese Säckchen auch total klasse, ne? Die kannst du auch super weiterverwenden und das werde ich auch machen. Hier haben wir ein Face Hemp Seed Oil von, Morrow vielleicht? Honest Cosmetics. 30 Milliliter Cosmocare Morrow, ja, Morrow heißen die. Okay, ja, so Körper, Gesichtsöle finde ich auch immer ganz schön und das gefällt mir auch und werde ich dann halt entweder wirklich fürs Gesicht verwenden oder solche Öle landen auch gerne mal auf meinen Hubis, meiner Momo oder halt auf meinen Oberschenkeln, weil das einfach so eine extra Portion Pflege ist, die ich sehr gut gebrauchen kann. Je nachdem, wie sich das so in meinem Gesicht verhält. Es soll schnell einziehen, ein feuchtigkeitsspendendes Gesichtsöl sein, die Poren nicht verstopfen, gereizte Haut beruhigen und entzündungshemmend wirken. Also das hört sich eigentlich nach etwas an, was perfekt für meine Mumu sein wird. Schauen wir mal in die Nummer 10. Da ragt immer sowas raus, das ist immer so verdächtig, ne? Und hier haben wir drin Entmatics Hemp Oil Wax Stripes. Enthaarungsstreifen mit Hanföl. 20 Kaltwachsstreifen und 2 beruhigende Tücher. Ja, ich glaube, ich habe zu dünne Haare für sowas oder so. Ich habe das schon öfters mal probiert. Also sowohl als ich noch ganz jung war und angefangen habe, mich zu enthaaren, als auch im Erwachsenenalter, auch schon hier bei YouTube habe ich das mal probiert. Diese Kaltwachsstreifen sind nicht so unbedingt meine Welt. Ich epiliere sehr gerne, damit komme ich klar, das ist auch voll mein Ding.
Ich rasiere auch, aber sowas und Enthaarungscremes und so, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich glaube einfach, meine Haare sind zu merkwürdig dafür. Und ja, aber da wird sich sicherlich jemand anders drüber freuen. Die Nummer 11 ist eine Schnapszahl. Das CBD-Öl, was ich in Anwendung habe, sieht dem sehr ähnlich. Haaröl mit Hanföl, Aprikosenkernöl und CBD. Das ist bestimmt auch die gleiche Firma. 10 ml sind hier drin enthalten. Hanfextrakte, Whole AG in der Schweiz, im Zug. Ja, und Haaröle kann ich immer gut gebrauchen. Ich habe sehr lange und dadurch, dass ich blonde Haare habe, habe ich ja auch hohle Haare. Die sind, ne, deswegen sind sie halt blond. Das ist einfach so. Und die können dann meistens noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit vertragen. Und ich störe mich hart daran, dass ich mein Kleid falsch rum anhabe, Leute. Ihr könnt so gar nicht meine wunderschöne Kette sehen, die ich extra angezogen habe. Aber nein, ich ziehe das jetzt durch. Halbzeit, die Nummer 12. Wow, schon wieder so eine geile Verpackung. Hanpharma Cosmetics CBD Infused Body Cream für normale und Mischhaut. 200 ml Daily Care. Jo, das finde ich auch sehr ansprechend und die darf dann auch ihre Anwendung finden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Guckt euch mal an, wie fancy pansy diese Verpackung aussieht. Ne? Hier hast du hier unten einen viel zu kleinen Deckel im Prinzip. Und hier oben ist es so spitz. Ich finde das cool. So, dann schauen wir mal in die Nummer 13 rein und hoffen, dass die 13 keine Pechzahl ist. Aber das glaube ich eher weniger bei diesem Adventskalender, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Durch und durch Bio ist tatsächlich die Markenbezeichnung. Bio-Hanfblütenvollspektrum Cannabinoidiolsäure-Salbe. 40 ml. Aha. Und was soll die machen? Durch und durch Bio sein und mich pflegen? Ach, mit Shea-Butter und so. Hergestellt mit Leidenschaft. Das ist doch nett, ne? Und das kann man dann wahrscheinlich einfach bei Bedarf auf super pflegebedürftige Stellen auftragen und bekommt dann den Extra-Kick Pflege. Doch, die Nummer 14. Ach, guck mal, das ist so ein draufgestanztes Geschenk, ne? Das sieht hübsch aus. So, hier habt ihr zwei Sachen drin. Zum einen haben wir hier so ein CBD-Isolat Botanicals Wanders 1000 Milligramm. So ein kleines Pöttchen, aber da steht jetzt nicht drauf, wie viel Gramm oder so da drin enthalten sind. Das kann ich jetzt so gar nicht evaluieren. Ich würde jetzt sagen, keine Ahnung, das sind irgendwie 5 Milliliter oder 10 Milliliter drin. Also ist ja nicht die Welt, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Hä? Ich halte hier nochmal zu. Okay, es ist ein Pulver. Gut, dass ich das über meinem Tisch aufgemacht habe. Keine Ahnung, was das sein soll, Leute. Steht ja nicht mit bei, ne? Du kannst dir daraus selber CBD-Öle machen. Also du kannst es tatsächlich einnehmen, ne? Du kannst es kochen, ist geschmacksneutral. Ja. Oder halt auch irgendwo in die bestehende Pflege mit reinmischen, um quasi aus deiner bestehenden Creme oder deinem bestehenden Serum kannst du dann ja theoretisch CBD-Produkt machen, ne? Die Nummer 15. Oh, die Marke hatten wir eben schon. Hanpharma Cosmetics, CBD, Daily Care, CBD Infused Day Cream, oha, 50 ml Pflege für normale und Mischhaut. Das wird nichts für mich sein, denn ich habe sensible und trockene Haut. Ist aber nicht schlimm, ne? Und das ist dann einfach eine Creme fürs Gesicht mit 50 ml, die einfach riesig ist. Richtig cool. Erinnert mich vom Packaging einfach enorm an Dalton. Also das sieht voll so aus. Cool. Die Nummer 16. Hier haben wir eine Tube drin. Swift Relief Gel. CBD Gel Solievo Rapido. Mhm. Bioformel mit thermischer Wirkung. 30 ml von Hemphilia Cosmetical. Okay. Und das kannst du für verschiedene Sachen einfach verwenden. Ach so, bei Muskeln, wenn Muskeln zum Beispiel. Ah, das ist cool. Ja, Muskelkater. Oder wenn man viel körperlich gearbeitet hat und so und dann einfach mal so müde Beine hat und so. Das ist toll, das mag ich. Die Nummer 17. Das scheint Lippenpflege zu sein, wa? Beauty Made Easy Lip Balm. Das ist ein Lippenbalsam mit Hanf. 100% natürlichen Ursprungs. Clean Beauty, no Plastic, no Rampampam, 6 Gramm. Ja, supi. Lippenbalsame können wir sehr gut gebrauchen in der kalten Jahreszeit. Also bei mir springen die Lippen auch immer durch die Gegend, als gäbe es keinen Morgen mehr. Sie springen vor allem auf. Und deswegen freue ich mich drüber. Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, Leute. Ne? Das geht hier gerade Schlag auf Schlag. Hier haben wir eine Seife drin. Hanfnatur, Hanföl, sanfte Seife. Und hier haben wir 100 Gramm drin enthalten. Rieche ich jetzt so nichts raus. Ja, ist halt eine Stückseife.
Und Stückseifen verwende ich super gerne auch zum Pinselwaschen oder habe sie bei mir am Waschbecken liegen, also für die Hände zum Waschen, ganz klassisch, ne? Ich mag das. Die Nummer 19. Grünatrobene Gelenksgel, tonisierend, erfrischend und kühlend. Okay, hatten wir eben nicht sowas Ähnliches schon. Mit CBD ist das jetzt hier. Marke scheint grün zu sein. Und hier sind 30 Milliliter drin. Also das ist dann auch irgendwie... Wobei das eine war dann wahrscheinlich für die Muskeln und das hier ist für die Gelenke. So, dann ergibt das schon wieder Sinn und man kann das sogar in Kombi verwenden. Und das ist einfach so eine Salbe. Ja, cool. Und CBD ist ja auch bekannt dafür, so zu beruhigen, ne? Zu chillen. Die Nummer 20. Hier haben wir eine ganz kleine Tube drin. Sativa Beauty Natural Cosmetics mit Bio-Hanf und Nourish Shampoo. Süß. 10 Milliliter. Also das reicht bei mir für eine Haarwäsche, ne? Also das ist ja super wenig. Aber ja, haben wir auch mal ein Shampoo drin. Die Nummer 21. Oh, hier haben wir noch was von Melusine Paris drin. Und zwar ein Eyelash Serum. Das ist ja cool. Das ist mit Rizinusöl. Hier haben wir 10 Milliliter drin, 100% natürlichen Ursprungs. Solche Seren mit Rizinus würde ich persönlich empfehlen, zusätzlich zu einem weiteren Wimpernserum zu... Also das hier ist quasi ein Wimpernstärkungsserum. Ich benutze auch gerade tatsächlich ein Rizinus Serum zusätzlich zu meinem Grande Lash Wimpernserum, denn ein Wimpernserum ist dafür da, um die Wimpern, um die Wachstumsphasen der Wimpern zu verlängern und zu verhindern, dass sie ausfallen. Und ein Rizinusöl Wimpernserum ist ein pflegendes Wimpernserum oder ein Pflegewimpernserum, ein Wimpernpflegeserum, was die Wimpern davon abhält, abzubrechen. Und das gibt man sich auch nicht direkt an den dahin, wo der Eyeliner sitzt, sondern auf den Wimpern drauf. Also wirklich an der Haarwurzel, aber Richtung rauswachsende Wimper. Ne? Das verwende ich auch tatsächlich in Kombination und das gefällt mir richtig gut. Und ich kann es auch nur empfehlen, das so in Kombi zu verwenden, falls ihr den Adventskalender habt und nicht wisst, wie man das hier zu verwenden hat. Die Nummer 22. Huch! Oh, ist das süß. CBD Full, Hanf, Honig, Olivenöl, Bienenwachs. Simply Natural. Barriere... Was? Für trockene, schuppige Haut 20 Milliliter. Das ist ein Balsam mit Öl und CBD und mit, geil, mit Honig und sowas ist ja alles richtig pflegend. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen klebrig sein, aber wenn ich halt wirklich sehr, sehr trockene Stellen habe, sehr empfindliche Stellen, da kann ich mir den gut vorstellen und den noch drauf geben. Das finde ich toll. Und so ein süßes Gläschen, ne? Da haben sie mich direkt wieder hier. Die Nummer 23. Was dürfen wir wohl am Tag vor Heiligabend machen? Vielleicht nochmal duschen, baden, chillen, eine Maske? Nee, wir dürfen uns die Haare waschen. Mit Rosenrot, Manufaktur für Naturkosmetik, Shampoo, Bit. Melisse, handfestes Shampoo für trockene Haare und sensible Kopfhaut, beruhigt und pflegt intensiv. Ja, mag alles sein. Ich werde es nicht vertragen, weil ich... kriege davon zu strohige Haare. 60 Gramm haben wir hier drin enthalten und Melissenduft wäre tatsächlich auch nicht unbedingt etwas, was ich jetzt super geil finden würde. Diese festen Shampoos, ja, habe ich jetzt schon einige verwendet und wow, das riecht hart nach Melisse, Leute. Ja, ist leider nichts für mich, ne? So, und jetzt bin ich mal gespannt, was wir zu Heiligabend hier drin haben am 24. Dezember. Yay! Wir dürfen am 24. Dezember baden, Leute. Ich habe zwar keine Badewanne, aber ich weiß, wer das bekommen wird. Hemp Relax Badesalz, das Einhorn unter den Badesalzen, 175 Gramm. Das finde ich ja geil. Da sind auch Einhörner mit drauf abgebildet. Oh, das ist richtig hübsch. Das mag ich richtig gerne leiden. Und das ist auch so ein schönes Salz. Das kann man sich dann irgendwie, machst du einen Esslöffel oder so einen Esslöffel ins Vollbad geben. Badedauer 20 Minuten. Das ist natürlich cool, ne? Und dann kannst du so richtig den Duft genießen und verbringst einfach Heiligabend in der Badewanne und lässt die Familie einfach machen. Egal, ich bleib in der Wanne. Macht euren Kram alleine. Wahrscheinlich, ne? Das ist ja nur gewesen, der Hanf-Adventskalender. Ich fand ihn sehr spektakulär, weil das einfach mal irgendwie was anderes war. Ich fand es richtig geil. Dieses PMS-Körperöl finde ich affengeil. Finde ich richtig witzig. Ansonsten sind es wirklich brauchbare Produkte. Ein bisschen fancy unterwegs, aber das hat ja auch quasi die Verpackung versprochen. Deswegen, ich finde es cool. Also, ne, ihr kriegt den Adventskalender auch noch auf der Homepage. Schaut da gerne einfach mal vorbei. 149 Tacken. Lohnt sich meiner Meinung nach schon, weil man gute Produkte bekommt. Vor allem, die haben ja auch gesagt, über 400 Euro Warenwert.
Bestimmt. Das sind ja auch so Indie-Brands, die jetzt nicht so unbedingt in Masse produzieren, sondern eher so auf Nachhaltigkeit setzen, ne? Deswegen finde ich unterstützenswert. Und wenn ihr Bock auf einen Pflege-Adventskalender habt, tada, hier wäre einer. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von meinem Video und dem Hanf-Adventskalender. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal, das war merkwürdig, hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!